Mein Kopf hat Grenzen, mein Verständnis von den Aufgaben hat, also alles hat Grenzen. Ich spüre die ganze Zeit Grenzen. Die müssen ja nur Strom kriegen und dann laufen sie für immer oder so. Und bei einem Menschen denkt man sich, oh, das ist ein Mensch, der muss Pause machen und ein Robot braucht gar keine Pause. Ich glaube, so nach 2 Stunden merke ich, dass ich mich nicht mehr ganz so gut konzentrieren kann, dass so eine kleine Pause ganz gut ist und nach spätestens 3 Stunden habe ich Hunger und dann muss ich was essen. Und nach 1,5 Stunden ist der Akku auch leer, dann muss ich den wechseln und... Die Kondition hat Grenzen, die körperlichen Fähigkeiten haben Grenzen, mein Alter setzt mir daran auch an diesen Parametern auch Grenzen. Während ein Roboter eben nicht so viel spürt und deswegen da seine eigenen Grenzen gar nicht so genau kennt und ich die eher als Programmierer sozusagen... herausfinden muss und dann merke, oh, das geht nicht, der schafft auf der Geschwindigkeit die Kurve nicht.